Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Vielleicht geht es euch genauso wie mir. Ich bin unglaublich gespannt, denn tja, sämtliche Fronten bei mir sind wirklich überspannt. Also sowohl im Osten als auch im Westen, als auch im Süden mit ja, diversen ja, Invasionen des Gegners vom Ranger. Und es steht alles so ein bisschen auf Messerschneide. Und jeder Zug kann tatsächlich wirklich zum Debakel werden. Ihr seht schon, ich finde kaum Worte, wieder mit vorbereitet, war relativ kurz, das heißt, ich erwarte, was ist denn hier passiert? Ach, ist das jetzt ein Aufstand? Das war der Aufstand im Osmanischen Reich, den habe ich vorhin gar nicht mitbekommen, wo das war. Hier machen die Briten, ja, die Briten machen hier Jagd auf die Partisanen, die wir ausgehoben haben. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass hier im Osten, ich hoffe sehr, dass meine Einheiten das hier noch halten. Er versucht hier auf alle Fälle zu verhindern, dass ich den Kessel zumache. Man sieht, es ist alles schon recht überspitzt, das Ganze. Ich bin mir nicht sicher. Er verlegt hier Einheiten. Alles klar. Er verlegt Einheiten per Eisenbahn. Das heißt aber auch, dass er wahrscheinlich mittlerweile in einem Modus ist und sich denkt, wird alles ein bisschen schwierig. Verteidigung durch Artillerie. Mal gucken, ob meine Artillerie das jetzt hier noch ab kann. Ah, er greift das Hauptquartier an. Wie gesagt, bin ich ganz froh, denn das Hauptquartier ist mir nicht viel wert. Dieses Hauptquartier kann nur ja, so kleinere Staaten leiten. In dem Fall also nur die Belgier. Ich glaube, die Belgier sind es. Ich kann also den Oberkommandeur nicht einer Hauptnation, also den Deutschen oder den Österreich-Ungarn unterstellen. Und momentan habe ich auf deutscher Seite genügend. Wo es mir fehlt, ist natürlich auf österreichischer Seite. Da fehlen mir gute Kommandeure an allen Ecken und Enden. Deswegen sind wir da auch ein bisschen am Forschen. Ja, greift sogar mit seinem Flugzeug an. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich jetzt Marinebomber mir langsam mal anschaffen sollte. Das Problem ist, habt ihr aber auch schon gemerkt, jetzt in den letzten Folgen, man weiß gar nicht, was man zuerst anschaffen soll. Denn man bräuchte so vieles. Ich bräuchte mehr Artillerie, ich bräuchte mehr Flugzeuge. Komme aber für die Verstärkungen meiner einzelnen Corps einfach nicht dahin, wo ich hin möchte. So, seine Marine ist auch recht geschäftig. Und auch da habt ihr mitbekommen, die letzten Folgen habe ich ja komplett meine Bemühungen aufgegeben, was das angeht. Aber wir haben ja auch noch britische Corps mit Nachschubmangel. Das Osmanische Reich ist schockiert über die arabische Revolte, es wird der Moral nicht gut tun. Die rumänische Meinung wird von den österreichisch-ungarischen Schwierigkeiten gegen Serbien beeinflusst. Die Rumänen, das habt ihr auch mitbekommen, die Rumänen versuche ich jetzt seit Anfang an, der Geheimdienstbericht, super, der bringt mir nicht viel. Die Rumänen versuche ich, Aufklärungsberichte bei Verona, also langsam kommen jetzt auch Aufklärungsberichte rein, das ist interessant. Das finde ich ja gut. Dann ein deutsches Korps. Ist die Frage, bin ich im Westen stark genug aufgestellt? Ich habe hier im Westen eigentlich auch kaum noch Platz. Ich habe hier im Westen auch eigentlich kaum noch Platz, um irgendwas zu unternehmen, beziehungsweise um Einheiten aufzustellen. Vielleicht verlegen wir die jetzt ebenfalls noch nach Osten. Beide Korps nach Osten. Ja, ich verlege jetzt beide Korps nach Osten. Oder wie schaut es hier aus? Ich habe hier schon Schiss an der Westfront. Auf der anderen Seite kann ich natürlich dann auch Einheiten, die im Osten stehen, bei einem Durchbruch oder Einbruch der Entente auch wieder rüberziehen. Nach Österreich runter. Wäre vielleicht auch eine Option. Nee. Ich verstärke im Osten. So. Österreichisch-Ungarisches Kavalleriekorps. Das ist gut. Das brauche ich dringend. Und hier nochmal könnt ihr auch sehen, warum Rumänien echt ein Problem wäre. Rumänien, der könnte mehrere Fronten gegen Österreich-Ungarn aufmachen. Da schauen wir auch gleich im Diplomatie-Menü mal nach, wie denn da die Stimmung gerade so ist.
Ja, das Kavalleriekorps werde ich hier hinstellen. Dann haben wir noch ein Korps im Osmanischen Reich. Da frage ich mich auch, hier unten passiert nicht viel. Ich denke, wenn er wieder was vorhat, wird er es hier oben in dem Bereich machen. Sichern wir doch jetzt erstmal hier unsere Städte ab, dass er da nicht irgendwie einfallen kann. Tja, ansonsten mache ich mir kurz Gedanken und bin gleich wieder da. So, ein bisschen klares Bild habe ich mir jetzt machen können. Allerdings, tja, muss ich tatsächlich auch erst aufklären. So, dann wollen wir jetzt die Einheit nicht mal unterstellen. Verstärken kann ich die nicht. Dann werden wir jetzt hier gucken, dass ich möglichst viele dieser Einheiten ein Upgrade verpasse. Die kann ich nicht verstärken. Tja, also den Kessel hier werde ich nicht zukriegen. Das Gute ist, dass das Kavalleriekorps hier unverständlich für mich, warum ich das jetzt hier verstärken kann, wenn ich ehrlich bin. Die Frage ist, ob ich nicht vielleicht doch noch... Kann ich denn noch mit meinen Aufklärern... Gucken wir uns mal an, was es hier in dem Gebiet noch gibt. Ach, hier kann ich nicht fliegen wegen dem Wetter. Mist. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Diese Partisaneneinheit, die macht noch schwerwiegende Probleme. Komme ich nicht mehr weiter. Verschanzen. Tja, hier werde ich auch keine großen Fortschritte mehr machen. Wenn wir jetzt die Einheit mal so weit verstärken, wie es irgendwie geht, damit wir im Sommer wieder gut aufgestellt sind. Die Frage, greife ich die an? 0 zu 1. Ich glaube, auch hier verschanze ich mich lieber eher. Verstärken. Oder sind die schon verschanzt? Nee. Tja, jetzt im Winter, damit habe ich natürlich auch rechnen können. Es ist generell... Ich halte hier die Lippen mal ein bisschen zu. Schwierig in die Offensive zu gehen. Schade, dass wir den Kessel hier nicht zumachen konnten. Frag mich nur, ob ich nicht den Nachschub... Momentan ist der Nachschub ja hier großflächig unterbunden. Ne, da kann ich nichts machen. Frage ist, in welchem Bereich ich meine... Artillerie führe. Schanz mal die mal. Tendenziell kann ich die wahrscheinlich eher weiter im Norden gebrauchen, dann für die hoffentlich die Frühjahrsoffensive. Ja, hier ist alles soweit gemacht. Tja, die Partisanen. Hier ist auch noch die Frage. Da war ja eventuell der Plan, dass wir hier... Na gut, ich könnte natürlich in die Versorgung. Versorgung 5. 2-1 bist du hoch. Aber ich nicht versuche hier mit...
Kavallerie habe ich noch nicht da. Es ist schwierig, schwierig. Tarkov ist mittlerweile frei. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass mir aus dem Bereich, wenn wir jetzt einfach mal kurz zumindest mal hier mit den Fliegern aufklären. Ah, kann ich mich gar nicht mehr verschanzen. Blöd. Ich brauche österreichische Korps. Die verlängern wir jetzt hier rüber, dass uns da niemand durchwischt. Jetzt in erster Linie auch erstmal die Einheiten hier auffrischen. Zufrieden bin ich aber da wirklich nicht damit, mit der ganzen Angelegenheit hier. Richtung Kursk hoch. Wisst ihr was? Wenn ich diese Einheit hier rüber verschiebe, hoffentlich kann ich sie dann noch verschanzen. Nee, kann ich nicht. Er muss wieder erstmal werfen. Das heißt, es kommt kein Nachschub hier mehr über Gommel in diesen kleinen Kessel mit rein. Ja, ich werde jetzt auch hier erstmal verschanzen und gar nicht mehr weiter vorrücken. Verschanzen. Ich denke nämlich, dass ich meine Front auf alle Fälle schon überdehnt habe. Und ich kann auch ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Ranger jetzt irgendwo mal hier einen Entlastungsangriff starten wird. Wird sich zeigen. Hier gibt sich nach wie vor keine Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Und leider hier im Süden auch nicht. Bei Split. Da sind mir momentan die Hände gebunden. Was gut wäre, wenn ich den Nachschub irgendwie lahmlegen könnte. Ich komme bloß mit meinen Schiffen da natürlich nicht mehr hin. Was haben wir da? Dreadnought. Ja, da kommen wir nicht durch. Allerdings könnte ich mit dieser Dreadnought hier oben. Ich komme nicht hin. Ich komme nicht hin nach Split. Da wäre auch kein Hafen mehr. Ich bewege es jetzt einfach mal langsam nach oben. Nee, ich komme hier nirgendwo hin. Mist, 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 Mist. Null zu zwei, das ist natürlich ein Angriff. Den sollten wir fahren. Versteckt man jetzt mal hier die Artillerie, dass die ein wenig potenter wird. Das kostet mich das 92. Ja. Machen wir es in kleinen Schritten. Wir haben ja doch ein bisschen Zeit. Gut. Na, die werden sich hier wohl ganz gut halten können.
Bringen wir mal eine Aufklärungs... Was haben wir denn hier eigentlich? Aufklärungsbomber. Gefällt mir alles nicht. Gut, einmal jetzt hier mal die Franzosen wieder rauswerfen. Und verlegen hier die niederländischen Einheiten mal an die Küste. Überall noch die Upgrades machen. Ah, hier geht's nicht, genau. Verstärken. Muss ich aufpassen, wäre es nicht noch sinnvoll, irgendwas zu kaufen? Kurs sind zu teuer. Abteilungen. Aufklärungsbomber, ich bräuchte so viele Jagdflugzeuge, 100. Artillerie kostet 300, Marineinfanterie. Ich glaube, wir stecken lieber noch was in die Forschung auf deutscher Seite. Beziehungsweise werden jetzt hier erstmal noch die Einheiten verstärken und upgraden. Dann bleibt doch gar nicht mehr so viel übrig. Tja, also die Hoheit, die werde ich auch so schnell nicht wieder erlangen. Jetzt haben wir da ein U-Boot. Ich bräuchte mal wieder einen Zerstörer. Habe ich noch irgendwo einen Zerstörer, den ich vielleicht wieder reparieren kann? Nee, sieht gerade nicht. Gerade nicht so aus. So, uns müssen es erstmal erledigt. Ich bin auch schon kurz davor, dass ich mich tatsächlich mal hier weiter vorrücke. Aber noch nicht. Erstmal müssen wir auch den Winter überstehen. ...73 sind noch übrig auf deutscher Seite. Na, was soll der Geiz? Ich kaufe noch eine Abteilung. Nehme Landsturm, ist eh günstig. Was kostet die normalerweise? 75. Die kaufen wir jetzt noch. Die brauche ich bestimmt hier im Osten irgendwo. Da gehe ich davon aus, dass er sicherlich irgendwo was vorbereiten wird. Aufklären kann ich das bloß leider gerade nicht. Ich verlege die jetzt mal weiter in diese Richtung, dass ich weiter nach Osten aufklären kann. Dann müsste ich doch hier noch irgendwo... Achso, die Kavallerie ist ja hier gerade gebunden. Bei den Partisanen. Die brauchen wir dann im Frühjahr wieder. Kaufen die Österreicher. Bei denen brauche ich dringend was. Jetzt noch Korps, Gebirgsabteilungen. Abteilungen kann ich keine mehr kaufen. Ich kaufe für die Österreicher noch ein Korps. Dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und dann schauen wir noch zum Osmanischen Reich. Da hat man hier unten das Problem. Ist auch schwer zu sehen da. Wir verlegen da mal vorsichtig schon mal eine Abteilung noch mit runter, dass ich den Gegner hier unten bekämpfen kann.
mühselig verlegen wir hier unsere Einheiten dort. Dann sind wir hier noch in Libyen und Ägypten. Kann ich die verstärken? Ja, könnte ich machen. Kaufen, Osmanisches Reich. Was brauchen wir denn da noch? Flugabwehr, vielleicht wären Flugzeuge gar nicht so verkehrt. Eisenbahngeschütz, Artillerie. Artillerie ist zu teuer. Vielleicht spare ich hier mal auf Artillerie. Ey, komm, wir kaufen vielleicht nochmal einen Chor. Und Diplomatie war noch interessant. Wie es mit Rumänien aussieht, 34%. Bulgarien, Finnland sind auf unserer Seite. Schweden, Schweiz. Die USA immer noch bei 0% ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass Rumänien aus dem Krieg bleibt. Na gut, das Wichtigste ist, dass die USA aus dem Krieg bleiben. Aber Rumänien wäre, muss ich auch lange halten, weil wenn Rumänien in den Krieg eintritt, dann habe ich ein richtiges Problem. Wo sind wir? Hier Rumänien. Die könnten im Prinzip hier mir überall Schere reinmachen. Bulgarien auf meiner Seite hingegen wäre natürlich sehr, sehr angenehm. Immer wenn die Türken den von Sanders einen recht guten Befehlshaber. Kein Kontakt, Mist. 2:2, 1:2. Zerstörer könnte ich auch wieder mal gut gebrauchen auf osmanischer Seite. Na gut. Ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ihr merkt schon, ich hadere sehr. Denn die Gesamtsituation ist wirklich, wirklich schwierig. Wie sieht es denn eigentlich aus? Kaufen auf deutscher Seite mit der Produktion Eisenbahngeschütz. Okay, wir bekommen jetzt dann bald ein Eisenbahngeschütz. Eine Division, zwei Abteilungen, das ist gut, die kann ich in Osten verlegen. U-Boot, Dreadnought, das sind die Sachen, die auf der Produktionsliste stehen bei den Österreichern. Ein Chor im Februar, ein Zerstörer im Februar, ein Chor im Mai. Und auf türkischer Seite auch mal ein Chor im Mai. Gut. Dann drücke ich mit einem unguten Gefühl hier drauf. Zug beenden. Ja. Schauen wir mal, was noch passiert. An unangenehmen Überraschungen. Die üblichen Seeblockaden. Panzerkriegsführung 100% auf deutscher Seite. Das ist interessant. Panzerkriegsführung Stufe 2. Luftkriegsführung Stufe 1. Die größte Sorge, die ich übrigens habe, ist dadurch, dass die Briten und die Franzosen so wenig, jetzt sind wir komplett in Winterhand, so wenig investieren mussten in Chors, sind die mir, glaube ich, in der Forschung richtig, richtig weit überlegen. Das macht mir große, große Sorgen. Ich gehe auch davon aus, dass der gute Ranger eine Frühjahrsoffensive plant. Ich muss auch davon ausgehen, dass er bereits über Panzerkräfte verfügt. Ich hoffe, nächste Runde kann ich mal wieder mit euren Luftschiffen ein bisschen aufklären. Es bleibt spannend. Ich hoffe, ihr seid noch mit dabei. Schaut das nächste Mal wieder mit rein und würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Bis zum nächsten Mal, euer Alex. Ciao, servus.